So, mein erstes WM-Finale habe ich hinter mich gebracht. Sechster Platz sind 23,55 Sekunden. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wie enttäuscht oder wie frustriert ich denn jetzt sein soll, weil ich finde, ich habe ein gutes Rennen gemacht. Wir haben das auf Video auch nochmal angeguckt, meine Trainerin Petra Wolfram und ich. Und das war gut geschwommen, das war auch bis hinten gut geschwommen, auch wo ich sonst eher meine Schwächen habe, aber ich bin halt im Anschlag überhaupt nicht hingekommen. Ich denke, das hat man im Fernsehen auch gesehen, wenn ihr euch das Rennen angeschaut habt. Und ja, da ist dann eine recht langsame Zeit zustande gekommen und eben ein sechster Platz, wo ich heute echt mehr hätte leisten können. Das ist schade, aber gut ist eben auch, dass ich das hingekriegt habe, jetzt im Finale nochmal fit zu sein und nochmal eine gute Leistung abzuliefern. Und mich bestärkt das auch nochmal jetzt im Hinblick auf mein nächstes Rennen am Freitag, wo die 100 Meter schmettern sind. Ja, das war jetzt das heute. Ich hatte noch eine Dopingkontrolle danach. Die nächsten 3 Tage werde ich mich ausruhen, noch ein bisschen für Wassergefühl sorgen und mich auf die 100 Meter Schmett freuen für die nächste Mission Finale. Morgen die 200 Meter Freistil mit Paul werden sicher saumäßig spannend. Also wenn ihr da Zeit habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Und dann melde ich mich die Tage wieder.